Herzlich willkommen zur 99. Ausgabe Ihrer Blitznews des Remscheider Fernsehen TeleDMW. Ich habe die Breaking News für Sie bis einschließlich dem 12. Juni 2016. Im Studio hat Platz genommen Ihr Michael Westkamp. Zuerst kommen wir mal zu einem Verkehrsunfall. Am Sonntag, dem 5.6.2016, kam es gegen 12.40 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein 3-jähriger Junge überquerte die Hügelstraße, dabei wurde er seitlich von einem PKW erfasst. Der Unfallfahrer kümmerte sich nicht um den Unfall und fuhr in Richtung Pirna Platz weg. Der kleine Remscheider verletzte sich leicht, er wurde vom Rettungsdienst versorgt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich um einen neueren silberfarbenen Ford mit Stufenheck. Der Autofahrer ist ca. 50 bis 60 Jahre alt, hat weiße Haare und trug eine Brille. Wer was weiß, macht die Polizei heiß. Wir kommen zu den Einbrüchen. Die Polizei musste am Mittwoch, dem 8.6.2016, einen Einbruch in eine Wohnung an der Pappenberger Straße aufnehmen. Die Täter drangen in der Zeit zwischen 5.30 Uhr und 15 Uhr durch ein Badezimmerfenster in die Wohnung ein, durchsuchten sie und klauten Schmuck. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Wer was weiß, meldet sich bitte bei der Polizei. Ein Feuer störte die Freiwillige Feuerwehr Haddenbach bei ihrem Sommerfest. Ja, da gab's ein Feuerchen. In der Haddenbach kam die feiernde Freiwillige Feuerwehr kurz vor der Festeröffnung ihres Feuerwehrfestes am Samstag, dem 11.06.2016, zu einem ernsten Einsatz. Dazu musste sie nur 400 Meter weit die Haddenbacher Straße zur Nummer 93 rauffahren. Dort brannte es wegen einer defekten Mikrowelle in einer Dachgeschosswohnung. Dass die Ringstraße jetzt nur noch Einbahnstraße ist und Sie nur noch bergab fahren können, das ist ein alter Hut, oder? Inzwischen ja. Bergauf müssen Sie einen Umweg in Kauf nehmen durch die Wupperstraße und Kölner Straße und dann sind Sie auch oben an der Tricknase. Oder fahren Sie doch gleich über den Hasenberg. So, jetzt kommen wir zu einer bösen Geschichte. An der Kreuzung Soninger Straße, Vieringhausen, da wo die Sparkasse ist, gibt es in wenigen Tagen Ärger und Randale. Man hat eine störende Ampel aufgestellt, die die ganze Kreuzung blockiert und den großen Verkehrsansturm regeln soll, welcher durch die Vollsperrung in Soningen-Unterburg ausgelöst werden könnte. Unserer Meinung nach ist das eine faule Ausrede. Die Stadt wollte dort immer schon wegen der vielen Unfälle eine Ampel oder einen Kreisverkehr haben. Es kam damals aber zu Widerständen der Bürger. Bürschchen macht das nicht, hieß es wohl. Man hatte es auch wegen der hohen Kosten aufs Eis gelegt. Das war dann die Ausrede. Jetzt spendiert wahrscheinlich das Land NRW wegen der Argumentation Unterburg für die Zeit der Vollsperrung eine Erprobung in Anführungsstrichen der Ampel. Ganz schön gerissen. Tor! Kein Tor! Hallo liebe Fußballfreunde, wir interessieren uns überhaupt nicht mehr für den FC Remscheid, denn die Saison ist zu Ende, aber ich würde sagen, es gibt ja auch noch einen FC Deutschland und der spielt in der Europameisterschaft 2016 mit, der schöne Verein, oh, ob der es besser kann, werden wir bald erfahren. Aber ich habe schon die Ergebnisse der ersten Spieltage hier auf den Tisch bekommen. Das Eröffnungsspiel in Frankreich spielte natürlich Frankreich gegen Rumänien, gewinnt souverän 2:1. Das war am 10. Juni, einem schönen Freitag. Am nächsten Tag, dem Samstag, dem 11. Juni, ging's richtig los. 3 Spiele auf einmal. Albanien spielte gegen die Schweiz 0:1, Wales gegen die Slowakei 2:1, England gegen Russland 1:1 mit einer anschließenden Klopperei im Stadion. Da war richtig was los. Gute Laune gehabt scheinbar. Am heutigen Drehtag dieser Sendung, an der Tag der Aufzeichnung, dem Sonntag,
12. Juni. Da spielte die Türkei gegen Kroatien 0:1. Huiui. Und es kommen noch im Anschluss unserer Aufzeichnungen Spiele heute Polen gegen Nordirland und Deutschland gegen die Ukraine. Oh yeah, werden wir es halten? Das Türchen, was die versuchen zu schießen? Wir werden es abwarten müssen. Viel Spaß beim Fußball. Ich grüße euch alle vom Remscheider Fernsehen. Mein Name ist Jürgen Dres. Kornblumen, oder? Und wir fahren wie Vampire. Ja, da möchte ich mich verabschieden. Kurzen Hinweis auf unseren TeamSpeak 3 Server. Die Nummer dürfte eingeblendet sein, jawohl. Und vielleicht melden Sie sich da mal, wenn Sie Lust haben. Ansonsten hoffe ich, dass Sie genug Chips auf dem Tisch haben für das Fußballspiel. Und wenn noch ein paar Chips übrig sind, verwahren Sie die dafür, dass Sie im Anschluss noch die Nachrichten im Remscheider Fernsehen gucken. Das wäre doch nicht falsch, wenn da auch noch ein paar Chips für übrig wären. Ich wünsche Ihnen eine schöne Fußballwoche. Bis zum nächsten Sonntag. TDMW. Hier war das Remscheider Fernsehen TDMW. Bis nächste Woche.